Unity, geil. Das haben wir lange nicht mehr gesehen. Das ist wieder was ganz Neues hier. Alles klar. Irgendein russisches Survival-Spiel. Highscore 0 ist toll. Okay, let's go. Ohota Krepke. Ich habe keine Ahnung, wofür das steht. Ich weiß nicht, warum das Spiel überhaupt so. Oh mein Gott. Gut. Es gibt nicht mehr eine Animation zum Sprinten. Wir halten die Waffe die ganze Zeit gleich. Oh mein Gott, what the fuck ist. Wölfe getötet 0. Erfahrung 0. Gut, dann gehen wir ein paar Wölfe töten. Ich schätze, ah, das ist ein Wolf. Kann ich rein aimen? Nee, ich kann nur so schießen. Hi. Ich treffe den nicht mal. Ich muss näher ran, sonst treffen die Kugeln nicht. Das ist zu weit. Die Kugeln können nicht so weit fliegen. Komm her, Wolf. Ich möchte dich töten. Bitte komm her. Das Aim ist super komisch, weil es super fucking unflüssig ist. Aber hey, come on. Okay, wir haben einen. Wir haben Wolfsfleisch und einen Kopf mitgenommen. Gut, das. Kann ich irgendwas bauen? Ich dachte, ich habe was mitgenommen. Du hast eben gesagt, ich habe was mitgenommen, Kumpel. Wo ist denn der Scheiß jetzt? Kann ich irgendwie. Hab ich irgendwie. Nee, ich wollte gerade gucken, ob ich irgendwie Steuerung habe oder so. Nein, ich kann nur continue und speichern. What the fuck? Ist das zum Anlocken? Warum sollte das ein anderer Wolf anlocken? Das ist ein toter Wolfskopf und Wolfsfleisch drauf. Warum sollten die sich selbst. Das ist der Punkt in dieser Folge, wo ich wieder daran erinnern werde, dass dieses Spiel Geld gekostet hat, wie alle anderen Spiele in diesem Format. Fuck it, ich guck kurz nach, wie viel das. Ich will es jetzt wissen. Jetzt will ich es wirklich wissen. Wo zum Fick kann ich. Okay. Ohota Krepke kostet. Okay, es kostet 1 Euro. Aber es ist schon mal. Das ist, 1 Euro sind 2 Euro zu viel. Willst du mich verarschen, Mann? Ist hier drin Munition oder so? Ich habe ein Gebäude gefunden. Das Spiel leckt einfach so übertrieben. Da ist irgendwas. Assault Ammo. Für eine Waffe, die ich nicht besitze. Für ein Sturmgewehr. Ich hab keine. Warum töte ich überhaupt die Wölfe? What the fuck? Was ist der Sinn? Was mache ich hier? Habe ich die Mitte der Map gefunden? Ich bin jetzt einfach überall Berge und in der Mitte ist ein See. Schau ich mal, vielleicht ist hier beim See irgendwas extrem Interessantes, was uns alle wirklich brennend interessiert. Wie zum Beispiel, das ist ein Stock. Das ist cool. Kann ich mit dem Stock wieder so ein Unlock-Ding bauen. Das ist nämlich ein bisschen an Forest. Da können wir auch so Teile bauen. Craft Bait hier. Alles klar. Gut. Das lockt bestimmt andere. Es wird klappen. Es wird hundertprozentig klappen. Kann ich die Steine hier mitnehmen? Ich kann nichts mitnehmen. Ist das ganze Spiel einfach nur rumlaufen, Wölfe töten, dann die komischen Dinger da hinstellen? Ist kein gutes Spiel. Ist kein gutes Spiel. Oh! Oh, 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 oh. Hey. Hey. Huh. Ja. Haben wir was gefunden? Was da wohl drin ist? Schon was richtig Spannendes da drin. Ich habe übrigens noch 10 Schuss. Das heißt, ich kann vielleicht noch 2 Wölfe töten, dann. Was ist? Dann laufe ich halt weg vor den Gegnern, die ich danach finde. Ich habe auch Munition für ein Sturmgewehr, was ich nicht mehr. Oh, liegt eine Waffe. Eine Shotgun. Ach du Gacke. Das war. Ist das Shotgun Ammo? Wie kann ich eine Waffe auswählen? Oh. Ohne Animation. Natürlich. Ist der Scheiß gerade neu gespawnt? Spawnt der Scheiß die ganze Zeit einfach. Spawn dafür ewig. Was ist das für ein Scheißspiel, Alter? Willst du mich. Kann ich hier nicht lang? Ist das der Rand der Map? Das ist der Rand der Map. Ich kann nicht weiter. Ich kann nicht weiter hoch. Das heißt, ich kann auf jeden Fall auch nicht aus der Map rauslaufen, was ziemlich meine einzige Hoffnung war, dass ich noch cool werden könnte. Gut, dann. Ja. Suchen wir nach Wölfen. Ah! Hallo! Komm her. So. Bum, 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 bum. Krass. Absolut krass. So, probieren wir mal die krasse Shotgun aus. Vielleicht ist die ja extrem stark. Ich kann nicht schießen. Bitte danach. Ach du Kacke, ist das Ding schlecht. Ich treffe ja nicht mal. Ich schieße genau auf ihn drauf und es trifft mich nicht. Das Ding ist unglaublich kacke. Ach du Scheiße. Oh, habt ihr das gerade gesehen? No way. Oh mein, okay, hier, guck ich das mal an. Ich kann einen Stock nehmen und ich kann mit T platzieren, wo ich diese Fallen hinstellen will, diese Unlock-Dinge hinstellen will. Ich kann einfach da hinten hingucken und es da platzieren. Wieso geht das? Wieso geht das? Wieso kann ich es einfach am Arsch der Welt? Ich muss nicht mal in der Nähe sein. Das ist wirklich. Klappt das nicht da hinten? Ne, das ist ja außerhalb der Map, natürlich geht das nicht. Wie soll das auch funktionieren? Machen wir es mal da. Ich sehe da hinten nicht. Machen wir mal hier. Geht das nicht? Das wäre auch lächerlich. Nur da geht, weil das ist ja voll nah. Das ist natürlich. Das ist logisch. Aha. Haben wir schönes gefunden. Wir müssen Munition erstmal mitnehmen. Oh mein Gott, das ist einfach unendlich viel auf einer Stelle.
Okay, wir haben ein Sturmgewehr. Das war cool. Das war echt toll. Da freue ich mich drauf. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt alles eingesammelt, was es im Spiel gibt. Ich habe eine Pistole, ich habe eine Shotgun, ich habe ein Sturmgewehr. Ich glaube, mehr gibt es einfach nicht. Habe ich jetzt durchgespielt? Ich kann mich Sachen auf 50 Meter Entfernung einsammeln oder 50 Meter Entfernung platzieren. Finde ich super. Okay, ich will nur einmal die Waffe ausprobieren. Das ist super. Komm, leider nicht immer nach. Ich verschwende jedes Mal komplett das Magazin, wenn ich das mache. Ist aber schlimm, dann werde ich bestimmt sterben im Spiel. Hallo, Wolf. Komm her. Ich lasse mich einfach von dem umlegen. Ich will einfach sterben. You're a dead press escape. Oder auch nicht. Ich hab den gerade gekillt, während ich... Oh, great, noch ein Unity Survival Spiel, das war... Brian is a work in process, changes will happen. Sieht schon besser aus. Oh Gott, die shit. World name, fuck you. Start. Ich bin müde. Oh mein Gott. Und ich. Das ist ja fucking dunkel, man will sich verarschen. Ist aber genau das gleiche nochmal. Okay, ich sehe nichts. Ich sehe halt wirklich nichts. Es ist. Wo, da ist Wasser. Kann ich mich ertränken? Bitte sag mich, ich will mich einfach ertränken. Kann ich mich ertränken? Nee. Das scheint nicht so. Also vergiss, ich mach eine neue Welt. Das muss irgendwie sein, dass es tagsüber geht. Ich sag schon tagsüber. Start. Bitte sei tagsüber. Ach, no. What the fuck, Mann? Okay, kann ich zum Boot? Nein. Wie hat der Entwickler sich das vorgestellt? Wie soll das gehen? Ist ein Stein? Ja, cool. Also Stein. Hier oben rechts ein Leiste, mir sagt, wie lange ich noch sprinten kann. Ich kann jetzt nicht mehr sprinten und laufen mit dieser Geschwindigkeit hier. Das ist gerade. Oh, ich habe ein Charakter-Inventar-Dingens. Null Armor, kein nix, whatever. Oh, ein Gegner irgendwo. Da. Ist das ein Wolf? Der Wolf sieht genauso aus wie der von eben. Da fällt irgendwas. Was ist das? Leder 5. Und rohes Fleisch. Kann ich dort irgendwas. Was willst du von mir? Ist das Baum da an der Seite? Ist ein Blatt? Ist auch ein Wolf? Bist das ein Wolf oder ein Stein? Bist du ein Mann oder eine Maus? Bitte komm einfach, töte mich. Ich will einfach... end me. Warum mache ich immer noch das Meer, das direkt neben mir wäre? Ich bin fucking 2000 Meter davon entfernt. What? Warum? Ich finde ja nicht mal mehr einen Gegner, der mich töten kann oder so. Und ich kriege hier ganz langsam über die Map, um einfach irgendwas zu finden, was mich tötet. Damit es einfach... damit es dann vorbei ist. Ich habe meine Waffe gerade weggemacht. Es geht also. Ich laufe einfach ohne Waffe rum. Cool. What? Was stimmt nicht mit dem Spiel? Guck mal an die Seite vom Bildschirm. Das Spiel mich verarschen. Warum? Wieso? What the f... Das ist nicht der Mond, das ist der Mond. Das ist ein Gegner. Das ist ein Gegner. Hey, hier. Bitte. Komm her. Bitte. Wolf. Bitte. Ist mich. Da. Ich sehe dich. Oh, das ist kein Wolf, das ist ein Hase oder so, oder? Könnt ihr mich auch töten? Hey, bitte. Komm her. Bitte. Hey, ich brauche deine Hilfe. Also Leute, im Spiel bin ich gleich kurz davor zu verdursten. Ich hoffe, das stimmt. Ich hoffe sehr, dass das stimmt. Ich weiß nicht, wie das Spiel sich vorstellt, dass man hier überleben kann. Wenn es fucking Nacht ist und die ganze Zeit schon spiele, was vielleicht 10 Minuten Gameplay sind, ist der Mond von da bis da gegangen. Woran von... Achso, ich verdurste gerade. Nice. Deswegen, ich jedes Mal, wenn ich Schaden bekomme, alles klar. 7 Leben. 6 Leben. 5 Leben. 4 Leben. Jesus Christus. Wie viel kostet das Spiel? Wie viel kostet das Spiel hier? Komm, stirb erstmal. Einmal noch, komm, schaffst du. Schaffst du. You died. You will be revived after a few seconds. Ist es dann vielleicht Tag? Ist es dann vielleicht tagsüber? Fuck you. Brian, dieses Spiel kostet 4 Euro. Es kostet 4 Euro. Was sagen die Reviews? Positiv. Nicht so positiv, nicht so... Wie hat das Spiel positive Reviews?
Ich meine, okay, das sind wahrscheinlich die drei Freunde, die der Entwickler hatten. Okay, das ist die Erklärung. Ich nehme es zurück. Ey, meine Freunde, jetzt spielen wir mal ein Spiel, was offensichtlich nicht mal funktionieren soll. Was mit 2 FPS oder so laufen soll, kann ich die... Oh, ich kann... Das ist die höchste Grafikeinstellung, die geht. Oh. Mal Fullscreen. Ich will ein Fullscreen spielen. Ich will sehen, wie das wunderschön auf meinem riesigen Bildschirm aussieht. Sieht bestimmt wundervoll aus. Wundervoll, ich wusste es. Black Bay Asylum Home for the Criminally Insane. Das Spiel soll ganze 2 FPS haben. Und das haben wirklich 200 Leute kommentiert. Das Spiel soll relativ gut sein, aber es funktioniert einfach gar nicht. Es soll nicht relativ gut sein. Es ist mega trash. Aber es ist noch beschissener, weil es nicht mal funktioniert. Aber wir haben eine Cutscene am Anfang. Okay, ich bin gespannt. BBA Security. Black Bay Asylum Security. Ach du Scheiße. Das ist gruselig. Smiley Day. Warum haben die ihm das Ding angezogen? Warum haben die nicht einfach was Normales angezogen? Das macht keinen Sinn. Und es ist ja... Okay, Black... Okay, let's go. Chapter 1. Welcome to Black Bay. Wir sind Massenmörder und Patient. Okay. Und wir schreiben einen Brief an unseren besten Freund, einen Teddybär. Alles klar. Gucken. Okay, es ist... Es wirkt wie ein Oldschool Resident Evil Spiel. Ach, du Kacke. Lieber Teddy, hi, ich bin's. Ich schreibe diesen Letter. Ich kann nicht mal. Oh mein Gott. Ah, jetzt weiß ich, was die Leute meinten. Alles klar, das funktioniert sehr gut, dieses Spiel. Sehr, sehr, sehr gut. Next. Ich würde es ja vielleicht irgendwie mal probieren zu spielen. Wenn es irgendwie auch nur annähernd funktionieren würde. Das haben halt wirklich. Ich muss jetzt mal zeigen. Ich muss jetzt mal. Ich kann nicht mal zu Steam. Das Spiel ist wahrscheinlich ein Virus und crasht einfach alles, was man jemals besessen hat. Kann ich irgendwie. Danke, Steam. Vielen Dank. Ich gucke jetzt auf die Store-Page. Ja, das klappt super. Das klappt super. Das laggt auch alles überhaupt nicht. Okay, gucken wir uns mal ein paar positive. Moment, ich habe da gerade was gesehen, ich will sicher sein, dass ich mich nicht versehen habe und das wirklich stimmt. Kannst du bitte hochscrollen? Das hat 20 Euro gekostet.